Und damit ein recht herzliches Hallöchen, Hallöchen, meine Freunde der guten Unterhaltung. Ich bin Lars Profit von den Trash Gamers und wir spielen South Park The Stick of Truth. So, jetzt erstmal eine kleine Vorgeschichte. Ich habe das Spiel schon gespielt jetzt hier gerade und es war so toll und es hat so Spaß gemacht. Und es war alles so lustig und hey und haha und all so ein Scheiß. Und dann habe ich wieder mal gemerkt, dass mein Mikrofon gemutet war. Ich mache es diesmal nicht so, dass ihr ein stummes Let's Play seht. Nein, ich fange nochmal von vorne an. Warum? Weil ich es kann und weil ich doof bin. Wir fangen auch gleich an. Ich mache jetzt hier überhaupt nicht mehr so lang und rumbabbeln und hier Videosequenz da. Kommt, guckt's euch an. Deep in the lands of Zaran, the humans of Koopa Keep struggle to stay alive, as they are attacked by the wicked Drow Elves of Larnia. Darkness falls as the humans beg their king to save them, a noble king known only as the Grand Wizard. For 1,000 years the battle has been waged, with only the bravery of the Grand Wizard to protect his human followers. But even though the Wizard King is so undeniably cool, the Drow Elf armies continue their attacks. They seek the humans' most treasured relic, the Stick of Truth. But the tides of war soon change, as news of a new kid spreads throughout the land. In order to save the humans, the Grand Wizard must get to the new kid before the Drow Elves can manipulate his land and use him to take the sacred relic from human hands. For whomever controls the stick, controls the universe. South Park, the Stick of Truth. Ja, so, ich mach den jetzt, ich habe jetzt gerade eben beschlossen, ich habe ja gespeichert. Und ich werde mit euch jetzt einfach nochmal zu der Stelle spielen, wo ich zuletzt aufgehört hatte. Und werde dann mit meinem anderen Charakter, also mit dem, wo ich das erste Mal das Let's Play gemacht habe, wo alles in die Hose ging, da weitermachen. So, und das Lustige ist, jetzt kann ich ihn hier auch... Ach, guck mal hier, Emo. Oh, ne, hier, komm. Das ist doch geil, ey. So. Machen wir hier das und hier Deadhead. Ne, das ist so Emo-like. Hier, aber das, wenn man das jetzt hier schwarz macht, das ist natürlich nicht Emo-like. Ne, was machen wir hier? Was machen wir hier? Was machen wir hier? Ist ja eigentlich auch wurscht, was ich jetzt hier anziehe. Hier, komm. Vielleicht noch eine Brille. So, fertig. Los geht's. That's everything. We did it, hun. We're really moved in. It's a new beginning for us. Things are finally going to be good. Do you really think it will be better for him? They won't look for him here. We just need to make sure he doesn't attract any attention. Come on, let's see how he's doing. Sweetie, hun, you all dressed? Hey, champ. How do you like your new room? I know it's a big change for all of us, but, son, do you remember why we moved to this quiet little mountain town? He doesn't remember. He doesn't remember at all. That's good. That's good he doesn't remember. Sweetie, we want you to have lots of fun here. Why don't you go out and make some friends? Right. Get outside and play, son. Like normal kids. We've got some money for you on the kitchen counter, sweetie. Just be back before it gets dark. Yeah, we love you too. Fühlt schon mehr wie der gut. So, also, man hat jetzt... ich habe jetzt hier das letzte Mal... das ist mein Inventar, gut. Habe herausgefunden, dass man hier, wo so gelbe Knöpfe dran sind, kann ich hier Interaktionen machen. Und ich fackel jetzt hier auch gar nicht lang rum. Wir gehen jetzt hier straight dahin, wo ich aufgehört habe. Man kann ja natürlich viele Sachen entdecken, zum Beispiel hier hinten. Das habe ich vorhin auch erst gar nicht... Okay, gut, das geht nicht. Also mit rechter Maustaste kann man einen ziehen lassen, mit der linken Maustaste kann man hauen.
You shall die by my warhammer, Drow Elf. Hey, no fair. That's cheating. I'm gonna tell my mom. Thanks, kid. I didn't realize he had a health potion. My name is Butters the Merciful. I'm a paladin. I live right next door to you. We should be friends. Yep. Now that we're friends, you should speak with the Wizard King. He's been talking about your arrival. The wizard lives this way, in the greenhouse, over there. Hey, okay. Where are you from? Where'd you live before moving? Da-da-dum! Oh, hail the Grand Wizard! So, you are the new kid. Your coming was foretold by Coldwell Banker. I am the Wizard King. But the time for talk is not now. Let me show you my kingdom. So, oh, verschluckt. Okay, alles klar. Jetzt sind wir hier beim Cartman daheim. Hallo. Es gehört bei uns zum guten Ton, da wo ich herkomme. Welcome to the kingdom of Koopa Keep. Our weapon shop here is tended by Clyde, a level 14 warrior. Here you can see our massive stables, overseen by the level 9 ranger, Scott Malkinson, who has the power of diabetes. And here, of course, is the breathtaking and lovely Princess Kinny, the fairest maiden in all the kingdom. Don't ask why Kinny wanted to be a chick, it's just how he seems to be rolling right now. Ach ja, herrlich so. You may have heard of my deeds at the Battle of Hier diese Standarddinge, mal schnell ein paar Freundschaftsanfragen machen. So. You have been sought out, new kid, because humans everywhere are in great danger. I need something from you, and in return, I am prepared to allow you into my kingdom. I know you are very excited. It's time for your first quest, but first, please tell us thy name. You entered Douchebag, is that correct? Are you sure you want to keep the name Douchebag? Very well, Douchebag. You will now choose a class. Fighter, Mage, Thief, or Jew. So, ich hab gerade eben Krieger gespielt, also Kämpfer. Und ich glaube, das wäre auch das Schlauste, wenn ich den jetzt hier weiterführen würde. Ja, macht ja am meisten Sinn. We welcome to our kingdom, Douchebag the Fighter. Hooray! Now please go and visit the Judensaft sagt's bestimmt auch cool. So, alles klar, was jetzt habe ich wieder vergessen, was ich hier machen muss. Achso, stimmt, schon mal hier mal ein Schwertchen habe. Ja, komm her, gib mir mein Holzschwert Level 1. Alles klar, gut, ich habe ein Schwert. So, Cartman, los geht's. Achso, das muss ich ja auch noch machen. Ne, warte, hier war sie, da war sie. So. Ah, you have procured a weapon. Yes. It's now time to teach you how to fight. I want you to take your new weapon and, with the bravery of a noble knight, beat up Clyde. What? Kick Clyde's ass, new kid. What I do? I'm the king, Clyde, and the king wishes to be amused. Go on, new kid, kick his ass. I'm gonna kick your ass. Clyde, you have to wait your turn. That's lame. No, Clyde, it's like olden times. You have to wait your turn. Like in the Middle Ages, Clyde. I know it's lame, Clyde, but that's how we're fucking doing it. All right, douchebag, bash Clyde's face in. Don't okay. be shy. Good. Los geht's. Oh, hell yeah, Clyde's your bitch. All right, Clyde's wearing armor. In order to hurt him, I want you to hit Clyde as hard as you can. So, jetzt soll ich ihn so hart schlagen, wie ich kann. Ah. Power attack, douchebag. You need to really hurt Clyde. Okay, ich muss ihm wirklich wehtun. If that was a power attack, how come Clyde isn't crying? Let's go! Ja, das mach ich doch. Ah. Super weak, dude. I don't even want to think about what I just witnessed. Let's move on. Okay, listen up. The key to surviving in battle is not to get hit in the back. Clyde, it's your turn to attack. Douchebag, protect your back. Prepare yourself. Ich prepare. Yeah, that's what I'm talking about. Dude, you're already way better than Clyde. Natürlich bin ich besser wie Clyde. Alright, it's time to use your heroic powers. Using your ability takes power points, or PP for short.
Pee-pee. If you have a fucking better name for them, then fucking say it, Clyde. Fucking asshole. I'm the king, and I say it's pee-pee. Douchebag, use your fighter ability to make Clyde pay for insulting the king. Alles klar. Dick. Dude, that was awesome! You were all like, bam! And Clyde was all like, nah, nah. Nah, nah. Okay, okay. You prove yourself worthy, Respect. Das ist trotzdem immer noch lustig. The war tent and I shall let you see the relic. Gut. So. So, ja, gehen wir mal hier rein. Well, here it is. The reason why humans and elves are locked in a never-ending war. The relic for which human and elf are willing to die. Der Holzstock. Just 2 days ago, we took the stick back from the elves. Our kingdom was dying, but now it thrives. For whoever controls the stick controls the universe. Don't be at it too long, for its power is too much for mere mortals to look at. Now that you have seen the stick of truth, let's discuss your dues. Being a member of my kingdom costs $9.95 for the first week, $4 of which is tax deductible. Alarm! 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 Someone has sounded the alarm! 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 What is it? The elves are attacking! Oh my god! Defensive position! Das ist so geil. Komm, wir gehen gleich raus. Man the gate! Don't let them through! Give us the stick, humans! Fuck you, drow elf! Come and get it! Clyde, guard the stick of truth while we defend the fortress! Aye, aye! Aye, aye! We're not playing pirates, Clyde! This is your chance to prove yourself. Hold off the asshole elves at all costs! Fuck you, asshole! Okay, los geht's! Komm her! Hey. Ach ne, das ist falsch. Erstmal provisorisch auf den Falsch gehauen. So. Do it, douchebag. Kick these elves' asses. You're wounded, douchebag. Potions will heal you. Here. Nom, 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 nom. The rules say you can have one potion every turn. I asked for five, but this was compromised. This guy's fast, douchebag. Try to block all his attacks. Eat shit. Okay, if you block all the attacks, you get a counterattack. Look at your enemy on the ground, weak and helpless. Kick the shit out of him. Awesome, you kicked his helpless ass. Now finish off these elves in the name of the Wizard King. Okay. In the name of the Wizard King. Hiya! Hiya! Fuck you. Haha. Kann sogar nochmal machen. Komm her, du. Home run, mein Freund. Great job, douchebag. Ja, und jetzt? Fetch, okay, gut. Also, noch schnell looten hier diesen Nasen. Was mit dem Button noch selten? Stop losing! Kommt noch einer dazu. You got this, douchebag. Take this. What are you waiting for, douchebag? That guy's just standing there. Go kick his ass. Aw, man, he was totally waiting for you, dude. You can't just hit him like that. You need to try a different tactic to damage him. Look at that archer hiding behind his friend like a wood. Switch to your arrows, douchebag. Snipe that little bitch. Snipe that little bitch. Okay, das machen wir doch mal gerade. Go for the pink mist. Pew, 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 pew. I'm telling. Yeah, bitch, that's what you get for fucking with the Wizard King. Die, asshole! Reflektieren. Gut, und da muss ich jetzt wieder... ready for your arrows now. You gotta try ja. Something else. Okay. Nee, warte. Hahaha. So. Great job, douchebag. Douchebag. Her damit alles nehmen. Haben wir jetzt hier noch irgendwo einen? Da haben wir noch irgendwo einen. Da. Nein, Beats! Meow. Let's do this, douchebag. Okay, that guy has a shield. Shields are super weak. Just hit them with your simplest hit over and over to wear them down quickly. I don't think so. Instant down. Yeah, yeah, that's how you do it.
The other elf let his guard down. Now's your chance. Power attack his armor. Rüstung senkt den Schaden durch Treffer. Benutze gegen Rüstung Machtangriffe oder Fähigkeiten, die schwere Einzeltreffer erzielen. Okay. Oh, it's on. If you don't ja, hit this thing as hard as you can, her armor's gonna soak up all the damage. Für 25 Rüstung. You'll pay for that. Verträgt er ja auch nichts. Ich hab vorhin gegen welche gespielt, die hatten es doppelt gehabt. The history of power attacks. Drow elves, fall back! Fall back, I say! Yes! Awesome, dude! Take that, you asshole elves! Better luck next time! Na 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 na! We still control the universe! It's gone. Auf Deutsch wär's so geil. The stick of truth. The elves got it. That was your one goddamn job, Clyde! To guard the stick of fucking truth! Clyde, you are hereby banished from space and time! What? No! You can't do that! Yeah, I can! You're banished and lost in time and space! Yeah, go home, Clyde! You fought bravely on the battle. Kleiner Arsch da hinten, ey. If you can make me a douchebag, we sure can fight! Shut up, Scott, nobody cares what you think. Anyways, we have a bigger problem now. The stick of truth has been stolen. And we must assemble our entire army in order to get it back. But our three best warriors still haven't reported for duty, my king. Our newest member can take care of that. Douchebag, I want you to go out into the neighborhood and find my greatest warriors. Token, Tweak, and Craig. I'm texting their pictures to your personal inventory device now. But beware. The lands outside are full of marauding drow elves, monsters, and sixth graders. Be sure you're well equipped. Now go, and send my warriors here. Okay, gut. Ich hab's gespielt bis Token und bis dahin werde ich es jetzt auch schnell wieder spielen. Ich werde hier jetzt gar nichts großartig neu einsammeln, das tut mir jetzt echt leid für euch. Aber ihr seht ja immerhin dennoch hier das erste, ihr seht ja trotzdem noch den Anfang hier. Dugi, Dugi. Finde Tweak und Token. Achso, warte mal, wo muss ich denn da hin? Ach nee, Quatsch, das kann ich ja kaputt machen hier. Sie ist schon wieder die Hälfte vergessen hier. Unglaublich. So, hier, Timmy! Das ist auch der geilste Auftritt, den ich jemals gesehen habe. Timmy! Yeah, super. Wir können ja noch nirgendwo hinfahren, deswegen müssen wir jetzt hier erstmal langlaufen. Und gegen diese blöden Elfen uns jetzt hauen. These lands hold many dangers, new kid. Yeah, you moved to the wrong realm. Nice hair, douchebag. Fuck you. Aha. You want some of this? So. Oh, der hat noch zwei Wirkungen auf sein Schild. There you go, Al. Die ist Schultergetatsche da. I better wait a turn before I do any more healing. Gut, was mache ich jetzt hier? Mache ich hier den Power Storm? MP7, der hat ja nur 11, deswegen ist es ja auch scheißegal, was ich mache. Ah, es war kein Double Kill. Hey, look, you're bleeding. Ich habe gerade ganz so ein Bildschirm oder so und irgendwann so. Gucken. Bluten. We're still doing this, right? Stick in die Ecke, aber das kannst du mir verstanden, okay? Here, take some of this magic cure potion. Okay, dann muss ich einen Heiltrank nehmen, der meinen Debuff entfernt. Make sure you always carry a few potions. Just don't get grounded for waiting in Apothecary's pantry like I do. Okay, gut. Wir können jetzt hier trotzdem nochmal schön mit dem Baseballschläger 1 auf die 12 und dann nochmal hier und den auch noch. Und den nimmst du auch noch mit. Sweet. Ja, das ist jetzt wieder so einer, der mit 20 Rüstung hier rummacht. Und dem ich immer nur ein HP abziehe. Yeah.
Okay, dann muss ich jetzt doch nochmal gucken, dass ich hier irgendwie dem hier... Fünfer-Kombo müsste ja eigentlich mal extra Schaden geben hier. Oh Mann. Okay, läuft schon wieder genauso toll wie vorher. Kann nichts machen. Gehen wir mal auf den Priester. Ich bin immer zu spät. Ja, du kannst gar nicht beide blocken, das geht ja gar nicht. Hier diesen Heilspacko erstmal. Haha. Das hab ich hinbekommen, jetzt erstmal wieder eine. Ja. Ich glaube, ja, den könnte ich nicht. Wir müssen erstmal den hier platt machen. Das ist ja auch semi-optimal hier. Aber mit dem kann ich ja auf den schießen hier. Dass der erstmal weg ist. Suck my ball. Dann machen wir jetzt wieder nur einen Schaden. Was habe ich denn hier noch dabei? Ein Machttrank. Ja, einen Machttrank mal einnehmen hier. So, und jetzt hier... Ratatatzonk. So. Na, das war doch mal effektiv. Gut. Die looten wir jetzt trotzdem mal. Trotz alledem, dass ich dann eh mit einem anderen Spiel. Also mit meinem anderen Charakter. Aber wir wollen es ja nicht so ganz lustlos machen. Hier, Bob Brady. Den nehmen wir mit. Na. Hier hinten ist auch was Schönes drin. So, und jetzt mache ich erstmal was ganz anderes. Ich hoffe, ich kann mir das schon leisten. Hallöchen, hallöchen. Ja, hi, na, wie geht's? Ei, gute wie. Hier würde mich mal interessieren, ob man da auch reinfallen kann. Das könnte man eigentlich schon mal gucken. Da hinter dem Haus war auch noch was. Give it back! Give it back! Why don't you make us? That's my Justin Bieber toy. Not anymore, it's not. Oh, did baby lose her toy? Ja, das haben wir vorhin gemacht. You know you can die from a titty twister? Come on, you guys. Da haben wir... Oh, ne, das ist die Polizeistation. Wir müssen hier hoch. Das haben wir vorhin gemacht hier. Wir haben die Mädchen verknüppelt, damit das kleine Mädchen ihre Justin Bieber Vibratorpuppe wieder haben kann. Und sind dann hierher gegangen. Zu Jimbo's Guns. Da gehen wir jetzt nämlich mal rein. So. Hallo. Haven't seen you before. You must be the new kid that moved to town. And you're into hunting, huh? Well, my boy, you've come to the right place. South Park is chock full of things to shoot that would delight any taxidermist, survivalist, or weekend animal death enthusiast. Ain't much I can sell to a miner, thanks to... Ja, ja, Ruhe, Ruhe. Bam, konnte ich mir sogar schon instant kaufen. Und jetzt in mein Inventar. Und dann muss ich sie hier haben. Die brauchen wir nämlich, um, Token zu erreichen. Das machen wir aber erst später, weil wir gehen jetzt erstmal zu... The stick is ours. Nein, lasst mich in Ruhe! Ich möchte nämlich jetzt erstmal Tweak holen, dass wir den haben. Und dazu müssen wir jetzt... Don't talk to me. Ja, mach ich auch nicht. Dazu müssen wir jetzt erstmal hier rüber. Hier hinten. Ah, guck mal hier, das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Kann ich jetzt rein? Ja, ist ja unglaublich. Oh. Kann ich jetzt... Wo kann ich denn hier mit dem hinfahren? Wir müssen ja theoretisch gesehen... Da, das ist Cartmans Haus. Da können wir aber noch gar nicht lang. Also, wir müssen hier hoch. Tweaks, Bros, Bows. Da wäre es das Beste, wenn wir hier runterfahren. Wenn wir da nicht schon waren. Ah, ne, da sind wir ja schon. Das ist ja super. Gut. Müssen wir jetzt hier rechts lang? Gut, die lassen mich auch in Ruhe. Müssen wir hier, da ist doch schon Tweaks. Siehste, siehste. Hier war ich auch schon drin in dem schönen Kino. Hey,
Over here. Ja, komm, das machen wir. Das muss I'm sein. Not here to hurt you. It's me, Al Gore. Al Gore. You know, Al Gore. I'm super important. All right, look. I've detected some very strange activity in this area. I believe we are dealing with Man-Bear Pig. Yes, the Man-Bear Pig. I know you're scared, but I need help. Take these and place them in the location specified on the Man-Bear map, Pig. And now I'm going to make you my friend on Facebook. This Man-Bear is map. Very prestigious. Pig. You have my email now, but don't give it out to anybody. I'm super serial. Hurry! We must know if Man-Bear Pig is here or not. Ich meine, es ist total Ernte. So geil. So, jetzt sind wir bei Tweaks Coffee Shop. Welcome to Tweak Coffee. Coffee made with ingredients supplied by local organic suppliers. It's local coffee, brewed locally. Tweak? Tweak? Have you picked up the fresh local ingredients? Not yet, Dad. I'm still trying to do all my chores. Well, hurry up, son. The family business is relying on you. Kind of creeping me out, dude. So. Hallo, Tweak. What's this? Now? The guys need me now? Well, there's no way, man. There's way too much to do. How am I supposed to do all this? Wait, you. Could you go get the 4 o'clock delivery for me? If you do, I can finish here and then I'll still have time to play. Please, would you? It's at Kenny's house, like always. You give them this, they'll give you the delivery. Alles klar. Man konnte sich, da oben ist noch eine Truhe, ich weiß nicht, irgendwo konnte man hier auch einen Schlüssel finden. Ja, rast nicht aus, Tweak. Alles ganz cool, Mann. Ich weiß nicht, wo es diese Funktion eigentlich springen soll, so großartig, aber okay. Nee, warte mal, da waren wir schon. Da geht's nicht weiter. Wir müssen jetzt zu Kennys Haus und Kennys Haus. Nein, jetzt nicht. Gucken wir uns später an. So, hier ist nochmal so eine Hupe. Kennys Haus ist ganz da unten. Nein, da wollte ich gar nicht hin. Missklick. Kennys Haus ist ganz da unten. Also muss ich theoretisch gesehen dahin. Oder? Nee, da wollte ich jetzt nicht hin. Warte, ist freigeschaltet? Verstehe ich jetzt nicht. War der nicht schon die ganze Zeit bei mir? Aufwertung verfügbar. Ach ja, stimmt ja. Hier war ja irgendwas noch mit, hier. Das haben wir, glaube ich, aufgewertet. Weil das so ein cooler Move ist. So, jetzt muss ich mal gucken, kann ich jetzt hier... Ne, kann ich nicht. Okay, gut. Dann müssen wir jetzt schnell außenrum gehen. Neue Nachricht von Clyde. Was will Clyde von mir? Fick dich, Neue. Alles lief gut, bis du aufgetaucht bist. Dafür wirst du zahlen, das schwöre ich dir. Alles klar, ich schätze mal, Clyde wird zu den Nachtelfen überwechseln. Könnte ich mir vorstellen, ja. Wenn er schon so böse auf mich ist. Ich meine, was hab ich denn gemacht? Ich kann doch gar nichts dafür, wenn er zu blöd ist, den blöden Stock zu bewahren. Also bitte. Renn! Los! So, jetzt müssen wir... Oh, da ist noch eine Tasche. Gucken wir mal an, was man hier nicht alles findet. Excuse you! Ich excuse mich doch nicht. Laterne. Kermit gave me a swirly in that public bathroom over there one time. Nee, mit den Kindergartenkindern sprechen wir jetzt erstmal nicht. Oh, muss ich hier runter? Oh, wo bin ich denn hier? My frost giant is invincible. You have slain the mighty frost giant. I stand in awe of you, hero. Ah, hier sind wir doch. Somebody's baking cookies. What? Oh, this isn't for me. This is for the nice people who are renting the guest house out in the back. Okay. Ja, los geht's, Crystal Meth. Yay. Hallo. Yeah, yeah, we got the package for... Hey, that's not the usual kid that picks up the package. Huh? Oh, shit. It's a Kip! It's a Kip! Why can't you just leave us alone? Haha, ihr habt keine Chance gegen mich.
Willst du noch mehr? Noch mehr? Hä? I want a lawyer. Und auch Butters. Macht jetzt hier gleich mal ein... gebrezelt, meine Freunde der Nacht. Die tritt wieder achtmal zu. Ja, viermal, ey. Was ist mit der denn los? Ja, hau mal lieber ab, mein Freund. So, Butters kann ja jetzt schon gar nicht mehr viel machen, deswegen muss er mal einen Gesundheitstrank hier einnehmen, dass der mir hier nicht verreckt, wobei das ja eigentlich auch egal ist. So, die haben beide noch recht viel HP, dann gehen wir auf die, weil der ja auch den wenigeren Schaden macht. Ha, schmeiß mit Flaschen auf mich. So, machen wir jetzt einfach mal das hier, weil ich glaube, das macht eigentlich auch ganz gut Schaden. Ja. 36 an der Zahl, das ist schon gut. Haus um! Zu früh. Ja, zu früh oder zu spät, eins von beiden bin ich schon mal. Na, jetzt dappt die wieder 100 Mal zu. Ja, 7 HP und 3, das ist ja wurscht hier. Der ist down. Und Butters, komm jetzt, mach mal mit deinem Hammer hier den vernichtenden Todesstoß. Zu spät. Das ist mir scheißegal, es ist umgefallen. Feierabend. So, dafür gab es jetzt 5 EP. Das ist ja absolut der Hammer. Ja, Secret Potion, Butters, das musst du mal probieren hier. Das ist bestimmt voll die Secret Potion. Was haben wir denn hier? Okay, jetzt gehen wir hier hoch, so. Das ist kaputt, so. Jetzt gehen wir hier rüber, hier runter. Truhe! Ein Trägerhemd, huh. Oh, was ist denn da oben? Da oben blitzt es doch. Maybe you should see it. Gee whiz, whistle witches. Man kann doch hier, siehste, so funktioniert das. Das habe ich nämlich beim ersten Let's Play gar nicht hinbekommen. Was ist das denn jetzt? Kennys blutige Keule. Na, da sag ich doch mal nicht nein, oder? Wobei. Aber was heißt denn das mal 3? 10% mehr Schaden. Ja, da kannst du ja mal nichts nein sagen. Hab ich jetzt gerade gesagt, da kannst du ja mal nichts nein sagen? Ich meinte natürlich, da kann man ja mal nicht nein sagen. Aber hier, mit F geht das also. Okay, das muss man auch erstmal wissen, ne? So, schnell hier raus und ab zu Token. Und dann sind wir auch, glaube ich, schon bei dem... Nein! What are you looking at, Pussy? Nein, ihr kriegt mich nicht. Will mich jetzt nicht mit euch hauen. Ich habe einen Auftrag zu erledigen. Playing pirate is better than being a pirate. Who wants to live in stinky old Somalia anyway? Ja. Somalia war schon toll. Like he just doesn't give a fuck. Somali-Piraten sind wir. So, wo muss ich jetzt hin? Jetzt muss ich hier... Ah, ne, Quatsch, ich muss da runter. Ja, tata. Die Aufgabe haben wir ja erledigt. Slow, langsam laufen. So. Tach. What the fuck? Oh, no. Yeah, man. So, jetzt gibt's hier erstmal ein paar mit meinem... Schön Baseballschläge. Oh nö, der hat ja so viel HP, ey. Was heißt viel HP? Der hat ja so... Der hat ja hier so Dings, so 20er Rüstung. Da bringt ja nur das, was hier eigentlich an richtigen Schaden. Okay, gut, aber den schaffen wir ja locker, denke ich mal. Da hätte ich vielleicht den, Hodentreter nehmen sollen. Okay, Butter ist jetzt erstmal hier. Du kannst mir mal auf die Schultern so ein bisschen klopfen. Ah, dankeschön. So, alles klar. Er hat natürlich wieder keinerlei Dings hier. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal hier draufhauen.
Au! Da kam doch überhaupt gar kein Pling. Was soll ich denn da? Was soll ich denn da mal? Okay. Er kann aber noch. Und zwar. Ich weiß aber nicht, vielleicht nehme ich auch mal so einen kleinen Machttrank hier, ja. Nom, 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 nom. Und versuche mal in die Eier zu tappen. Peng! Volle Wucht rein und er ist betäubt. Das ist nämlich gut, weil jetzt kann er nämlich auch noch einen Machttrank nehmen. Ich glaube, so kriegen wir ihn schneller down. Nom, 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 nom. So, und dann hier mal wieder der Blitz des Todes hier. Hammer der Stürme, naja, ist dasselbe. Jetzt voll gebrutzelt hier den Kerl. Ja, er hat ja jetzt nicht mehr so viel. Zehn hat er jetzt noch, das ist okay. Da können wir ihn. Ja, komm, dann machen wir es einfach so. Ja, ich muss ihn jetzt nur noch 9-mal angreifen und dann hat sich die Sache ja auch erledigt. Oh. Beziehungsweise noch 2-mal oder so. Hey, bad guy. Hey, oh. Oh nein. Okay, gut. Ja, doch, da bleiben wir hier da dabei. Ja, und Butters macht natürlich jetzt keine 2 Schaden. Nein, er macht natürlich nur 1 mit seinem blöden Hammer. Und er darf natürlich noch 1-mal angreifen. Oh nein. Das war ja jetzt echt so ein bisschen. Ja, ich bin umgefallen. Das erste Mal überhaupt. Ja, gut. So, jetzt hier so. So. Und damit haben wir es auch schon so weit geschafft, wie ich letztens bei der ersten Aufnahme war, die ja in die Hose ging. Das haben wir jetzt hier alles innerhalb von 10 Minuten, glaube ich, gemacht. Und das andere, nett. Das andere dafür habe ich, glaube ich, 1,5 Stunden gebraucht. Ja? Can I help you? What's this? Oh, the Elstick stick again? Hang on a second. Thank you for thy message, traveler. I shall make haste to Koopa Keep. Mom, can you drive me to Eric's house? So, jetzt haben wir den Token. Können wir jetzt hier eigentlich rein? Irgendwas war ja hier noch. Oh, da war ja was. War schon mal da hinne. Aha, okay, gut. Bild von Nicole. So, dann sehen wir uns jetzt auch gleich wieder, wenn ich mit meinem anderen Dings hier drin bin. Und machen dann da weiter, wo ich beim ersten Let's Play angefangen habe. Also bis gleich.